Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur dritten Ermutigung der Woche. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mit diesen Worten beginnen unsere Gottesdienste immer wieder neu. Und sie sind wichtig, sie sind mehr als eine Formel. Im Namen des Vaters, darum ging es am Dienstag. Im Namen des Sohnes, darum ging es gestern am Mittwoch. Heute möchte ich mit euch ein bisschen nachdenken über den dritten Teil dieses Votums. Im Namen des Heiligen Geistes. Auch der ist nämlich, finde ich, wichtig und wunderschön, weil der Heilige Geist ist der lebendige Gott, der lebendige Jesus heute. Und der lebendige Jesus nicht nur heute, sondern in dir. Jeder Christ, jeder, der an Jesus glaubt, der sich für ein Leben mit Jesus entschieden hat und der getauft wurde, hat den Heiligen Geist in sich. Jesus ist da und er ist nicht nur für dich da und er ist auch nicht nur eine Persönlichkeit der Geschichte und er ist nicht nur im Himmel, sondern er ist in dir. Und das ist die Zusage, die wir am Anfang jedes Gottesdienstes hören dürfen. Der, um den es da geht, der, den wir besingen, zu dem wir beten, auf dessen Worte wir hören, der ist nicht nur da, irgendwie im Raum, sondern er ist in dir. Das darfst du wissen. Du hast eine geniale Kraft in dir, nämlich Jesus selbst, der in dir wirkt und der Menschen verändern und verwandeln und neu machen kann. Manchmal sind wir ja ganz schön unzufrieden mit unserem Leben und wollen das eine oder andere ändern oder auch ganz schön viel ändern und stellen dann fest, es gelingt uns nicht. Und das mag ja auch oft sein. Aber auch wenn du nicht kannst, Jesus kann, ihm ist nichts unmöglich. Und du, das darfst du am Anfang eines jeden Gottesdienstes hören und annehmen. Du hast Jesus in dir durch den Heiligen Geist, den er dir gibt. Ich hoffe, diese Woche hat ein bisschen geholfen, mit diesen seltsamen Worten, mit denen wir den Gottesdienst immer wieder beginnen, ein bisschen was anfangen zu können und sie neu zu verstehen und wertschätzen zu lernen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, das ist eine geniale Zusage am Anfang des Gottesdienstes. Du bist gewollt, du bist ein Kind Gottes. Für dich ist Jesus den Weg gegangen ins Leben und ans Kreuz und in der Auferstehung als Sieger über den Tod. Für dich, weil er dich retten wollte. Und du hast, wenn du glaubst und getauft bist, Jesus in dir, er ist da, er ist in dir und wirkt in dir und will und kann dich verwandeln. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben, und dann bald ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns zu unseren Gottesdiensten und wenn nicht, dann am nächsten Dienstag wieder hier zur nächsten Ermutigung und dann wird endlich wieder mal was zusammen gesungen an dieser Stelle. Bis dahin, seid gesegnet, seid behütet, passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf. Ciao.